Hi, ich bin Fresh Torge. Im Herbst diesen Jahres bin ich wieder auf großer Live-Tour in Deutschland unterwegs. Sei dabei und erlebe Sandra, Lexa, Helga und Marianne, Carina oder Mareike und vieles mehr. Sichere dir jetzt deine Tickets unter freshtorge.tv/tickets. Ich freue mich auf euch. Also Horstmann, heute haben wir nach vielen Jahren endlich mal wieder einen Praktikanten, der sich vorstellt. Wenn's sein muss, Pöppelmann. Wie, wer, wenn's sein muss? Ich finde, wir sind ein recht gutes Team. Horstmann, mach mal dein Gesicht zu. Die Firma braucht Nachwuchs. Ich glaube, eine dritte Person wird dann nur nerven. Ich krieg das hier auch gleich mit den Nerven, wenn du so weiter dümpfig redest. Nur meine Meinung, Pöppelmann. Du kannst schon mal die Zinkhuben rausknibbeln. Die müssen wir nachher noch bei Frau Schade in die Badewanne einbauen. Geht los, Chef. Horstmann hat Angst, dass er nicht mehr die Nummer 1 ist bei mir in der Firma. Aber wir brauchen neue Mitarbeiter, sonst wird das Pöppelmann-Imperium irgendwann untergehen. Hallo? Wer ist das? Raus aus meinem Lager! Sonst schlägt die Uhr aber gleich 13, du! Ich bin Tobi, wegen dem Bewerbungsgespräch bin ich hier. Tobi, grüß dich! Komm hoch, Jan! Guten Tag! Setz dich, Tobi! Ich bin Peter Pöppelmann! Danke, dass ich hier eventuell mein Schülerpraktikum machen darf. Hey, mal ganz ruhig mit den Jungpferden hier. Erstmal kommt das Bewerbungsgespräch. Natürlich. Also, Tobi, ich hoffe, du hast dich ein bisschen über meine Firma informiert. Ja, hab ich. 1956 wurde die Firma gegründet. Von wem? Was? Wer hat die Firma gegründet? Patrick Pöppelmann, mein Vater. Stimmt, jetzt weiß ich es auch wieder. Stimmt nicht, Paul war sein Name. Bist durchgefahren, kannst wieder in die Schule fahren. Was? Abflug. Aber ich interessiere mich total fürs Handwerk, wirklich. Ach ja? Ja, absolut. Wo musst du suchen, wenn eine Waschmaschine den Fehler A12 anzeigt? Im Gewindekolben. Wahrscheinlich ist der Gniesknaddel verzahnt. Nicht schlecht. Danke. Nicht schlecht, du. Pöppelmann? Horstmann? Das gilt aber nur für die neueren Waschmaschinen. Bei den Älteren könnte auch das Zargenfundament kaputt sein. Das stimmt. Ja, schade, Tobi. Aber... Falsche Antwort leider. Kann's gehen. Horstmann, hast du den Zinkhuben rausgeknüppelt? Der ist verknaddelt am Ende. Muss ich mit dem Zahngewinde rauszinken? Ja, Abflug, Horstmann. Das Gewinde verzinkt sich nicht von alleine. Dieser Tobi kann nix. Der hat das technische Grundverständnis einfach nicht. Ich hoffe, Pöppelmann merkt das noch und schickt ihn wieder in die Schule. Also, das mit dem verzahnten Gießknädel hat mich schwer beeindruckt, du. Dankeschön. Aber kannst du das auch in der Praxis umsetzen? Ich denke schon, ja. Kundengespräche und so. Ich kann sehr gut mit Menschen. Ich spiele jetzt mal eine Kunde. Okay. Und ich bin... Tobi. Natürlich. Moin, Tobi. Schön, dass du gekommen bist. Sehr gerne. Fehler. Was? Sag, dass das eigentlich zeitlich nicht drin war, dass du die Kundin dazwischen geschoben hast. Aber wieso? Das erhöht den Druck auf die Kundin, dass sie am Ende mehr zahlt. Aber... So weiter im Text. Moin, Tobi, ich habe ein Problem mit der Heizung. Die macht so komische Geräusche. Alles klar. Ich schaue sie mir mal direkt an, ja? Falsch, machst du nicht. Hä? Den kannst du doch nicht einstellen, Pöppelmann. Horstmann, soll ich dich an dein Bewerbungsgespräch hier erinnern oder was? Nein. Also, zack die Bohne. Was war denn falsch daran, dass ich gesagt habe, ich guck mir die Heizung erstmal an? Heizung, die Geräusche macht, ist ein Problem. Muss er immer sagen. Okay. Also eine Heizung, die Geräusche macht, ist erstmal ein Problem, Frau... Frau... Pöppelmann. Frau Pöppelmann. Und das wird eine teure Geschichte. Muss direkt hinterher werfen. Teuer wird das auch, Frau Pöppelmann. Was wird das denn kosten, Herr Tobi? Das kann ich Ihnen erst sagen, wenn ich mir einen Eindruck von der Maschine... Voll. Schlecht bist du. Das bist du. Einfach so tun, als ob du rechnest und deine Zahlen nimmst. Mindestens 80 Euro. Mehr. 100 Euro. Mehr. 200 Euro. Mehr. 700 Euro. Oh. Nun geht aber dein jugendlicher Wahnsinn mit dir durch. Du. Zu viel? 699, musst du sagen. Hört sich besser an. Pöppelmann ist bei mir im Dorf schon ein Name. Der steht einfach für Qualität. Ich hoffe einfach, dass ich ihn in der Praxis von meinem Können überzeugen kann. Kommen wir zum letzten Teil. Den Arschtritt, den du kriegst, denn du kannst nichts. Wir sind hier im großen Pöppelmann-Lager. Hier findest du alles, vom Zankbolzen bis zum Muckenbärtchen. Sehr beeindruckend. Wirklich. Finale Aufgabe. Wenn du die erfüllst, hast du ein Praktikum. Okay. Du bringst mir jetzt ein Schnibbelstück. 30 Sekunden Zeit. Sag die Boni. Okay. Schnibbelstück, Abteilung. Scheiße. Hier muss es doch irgendwo sein. Sanitäre Ersatzteile. Hör mal zu, Kleiner. Du drängst dich nicht zwischen Pöppelmann und mir. Ist das klar? Pöppelmann kann sich seine Partner selber aussuchen, okay? 15 Sekunden, ja. Wieso sucht er denn einen neuen Mitarbeiter? Praktikanten. Er ist Praktikant? Dann Azubi und dann bin ich da und du weg. Nein. Aber holla die Hodo. Tobi, das Schnibbelstück. Nummer 2, du. Ach ja, Tobi, wo ist denn das Schnibbelstück, hä? Scheiße. Findest es nicht, hä? Und Feierabend. Horstmann, hol mal ein Bier. Also,
Da war kein Schnibbelstück. Ich habe überall geguckt. Willst du sagen, ich habe keine Ordnung in meinem System oder was? Nein, aber es war definitiv nicht da. Du wird mir das einmal zu bunt hier. Und das, obwohl ich farbenblind bin. Sind Sie? 2002 ist mir ein Gewindebolzen in die Augen geknallt. Geben Sie mir noch eine Chance, Herr Pöppelmann. Wer das Schnibbelstück nicht findet, ist untauglich. Kann's gehen. Tschüss, holla die Hodo. Ach, scheiße. Gute Entscheidung, Pöppelmann. Mit dem hätten wir nur Ärger. Wirklich schade. Wir brauchen Praktikanten und Azubi. Kann man jetzt nicht ändern, Pöppelmann. Nun knüppel mal den Zinkhuben raus. Frau Schade, warte. Geht los. So, und an alle jungen Leute da draußen. Das Handwerk braucht Nachwuchs. Wie viele andere Firmen sucht auch Firma Heinemann, wo wir heute drehen durften, junge neue Leute für ihre Firma. Also, wenn ihr Interesse habt, schreibt mal eine E-Mail. Schöne Infos findet ihr auch hier. Ich bin raus. Frau Schade muss das Schnibbelstück haben. So, holla die Hodo.